Gustav Löwenthal. Gustav Löwenthal, geboren am 17.07.1868, war Kaufmann. Von 1913 bis 1922 und von 1925 bis 1939 übte er das Amt des Vorstehers der Synagogengemeinde Duderstadt aus. Nach der Plünderung seines Textilgeschäfts während des Pogroms am 9. und 10. November 1938 wurde sein Haus noch in demselben Monat arisiert. Es ging in den Besitz des Bäckermeisters Fredershausen über. Gustav Löwenthal emigrierte am 28.02.1939 in die Niederlande. 1943 wurde er nach Auschwitz deportiert und ermordet. Informationen zur Stadtgeschichte bekommen Sie in der Tourismusinformation Marktstraße 66 in 37115 Duderstadt. Den Text zu den verlegten Stolpersteinen habe ich mit der freundlichen Genehmigung von Herrn Götz Hütt aus dem Buch Stolpersteine in Duderstadt von der Geschichtswerkstatt Duderstadt entnehmen dürfen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung dieses Videos.